Sie jeglichen Druck, jeglichen Stress, jegliche Abspannung mit Abpfiff abgeschüttelt oder ist ein bisschen noch da? Nein, ich denke, da ist noch eine ganze Menge da, weil das, was sich jetzt in der ganzen Saison, diese ganzen Hoch und Tiefs, die sich abgespielt haben, die kann man nicht von einer auf der anderen Minute auch durch so ein positives Erlebnis abstreifen, sondern es ist auch nach wie vor heute und das wird auch, denke ich mal, die ganze Woche noch der Fall sein, dass man bis zum Urlaub auch da noch eine ganze Menge verarbeiten muss. Wie haben Sie das in der Woche vor diesem großen Spiel gemacht, selber diesen Druck verarbeitet? Ja, ich denke, der Druck war eigentlich schon die ganze Saison da. Es war ein ständiges Auf und Ab, wie gesagt. Wir haben auswärts sehr schlecht gespielt, mussten dann immer unter Druck die Heimspiele gewinnen. Und es hat dann mehr oder weniger bis zum letzten Tag war dieser Druck immer höher. Es hat sich immer mehr aufgebaut, weil ja jeder wusste auch, was an diesem Aufstieg dranhing. Und wir haben die Woche ganz normal gearbeitet, haben uns nicht verrückt machen lassen. Das habe ich im Grunde genommen die ganze Saison nicht gemacht. Und so habe ich es auch in der letzten Woche gehalten. Kriegt Ihre Frau da ein bisschen was ab oder gibt es ein Hobby, wo Sie sich mit ablenken vorher? Nein, eigentlich weniger Hobby, aber ich denke, Familie ist da sehr, sehr wichtig, dass man auch so das Gefühl hat, dass man zu Hause auch mal reden und sprechen kann, weil man hat ja ständig mit Menschen zu tun und da muss man das eine oder andere auch abarbeiten und das kann man mit dem Partner eigentlich ganz gut machen. Die Spieler waren ja auch relativ geknickt nach der Niederlage in Au, wo sie erst einen Matchball hatten. Mussten Sie da den einen oder anderen noch mal extra in die Mangel nehmen? In die Mangel nehmen will ich nicht sagen, sondern es war da einfach nur der Fall, dass wir in dieser Woche uns erholen mussten von dieser Niederlage. Da hatten wir einen kleinen Rucksack hinten drauf, den mussten wir in der Woche abtrainieren, abarbeiten. Das haben wir gemacht und haben uns dann ganz gezielt auf das Spiel, auf das entscheidende Spiel gegen Wattenscheid vorbereitet. Das war die Rede von Störfeuern aus Essen. Das war der Mitaufstiegsaspirant. Was hat man darunter zu verstehen? Was haben die gemacht, die Jungs? Haben die sich ständig penetrant angerufen nachts, oder? Nein, es war ganz einfach so, dass natürlich dann immer wieder gesagt wird, ja, die bekommen ja gar keine Lizenz und dann tritt ein Sponsor ab und dann sind angeblich Spieler angesprochen worden, um schlecht oder gut zu spielen, lassen wir mal dahingestellt sein. Ich habe mich davon eigentlich gar nicht beeindrucken lassen, von diesem psychologischen Spielchen. Für mich ist das Kinderkram, sondern wir müssen sehen, dass wir unsere Hausaufgaben gut machen und wenn wir die gut machen, dann haben wir auch ein bisschen Glück, so wie das geschehen ist und das muss dann auch die Grundlage für die ganze Arbeit sein. Sind Sie belabert worden vom Umfeld, von Sponsoren, von irgendwelchen Gönnern, wen Sie aufstellen sollen oder wie Sie da reingehen sollen in dieses letzte Spiel? Oder hat man Sie in Ruhe gelassen? Nein, man hat mich vollkommen in Ruhe gelassen. In Braunschweig ist es immer so, dass man also sehr viel diskutiert über die Aufstellung. Der Trainer macht meistens die falsche Aufstellung. Da habe ich die ganze Saison mitgelebt und ich werde aber konsequent meine Linie weiter durchziehen und werde versuchen, das zu machen, was ich für richtig halte, wovon ich von überzeugt bin. Und dass Sie gestern gelitten haben, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wir wissen es, Patrick Hallatsch weiß es, der hat sich diesen Hitchcock-Streifen ohne oder doch mit Happy End angeschaut und vor allen Dingen die Leidenszeit des Peter Vollmann.